nett meinen zu hat schon. Wie meinst du das? Und das hier ist halt jetzt der unterste Eingang von dem Ding. Hier da drüben ist meine Mine sozusagen. Weil hier habe ich halt dann müsste ich immer ordentlich ausgleichen. Hier habe ich halt bis zum untersten Grund alles abgegraben mit dem Trionic Staff. Ich kann nur kurz mal zeigen, wie schnell er ist. Und ja. Ich muss mich noch an das Texture Pack gewöhnen. Das ist jetzt total ungewohnt. Aber naja. Nee, ich super. Naja, ist halt. Naja. Und ich habe halt. Ich will halt irgendwie später dann noch die ganzen. Hier die ganze Umgebung begradigen. Ich stehe auf hart. Und naja. Da bin ich jetzt aber ein Stück hart dabei, das Ganze auf Meereshöhe, auf 63 zu reduzieren. Und ich bin sowieso einer, der auch gerne halt ganz rechts haben ist, kann man das im E-System zeigen. Auch zum Beispiel für Koax, der weiß ja nicht, wie das funktioniert. Das ME-System ist halt an sich einfach nur, die Öfen gehören jetzt noch nicht dazu, aber hier zum Beispiel, das ist das ME-System an sich. Diese ME-Drives, also das sind sozusagen Festplatten einfach nur. Und das ME-System sorgt dafür, dass die ganzen Blöcke, die man halt sammelt, hier sieht man es, alle in digitaler Form vorliegen. Das heißt, du kannst halt nicht unendlich, aber ich habe halt quasi unendlich Speicher, weil ich halt die ganzen ME-Drives hier habe, aber... Ich habe mir das damals nicht legal zusammengebaut, weil ich erstmal wissen wollte, wie das überhaupt funktioniert. Hab damals auf dem 50bit Infinity Server, also einen richtigen Server, spielen wollen. Aber da hatte ich noch kein ME-System, weil das Ding ist wirklich sündhaft teuer. Da brauchst du so viele Ressourcen dafür und auch noch seltene Ressourcen. Also das ist echt ziemlich, naja, ziemlich teuer, das Ding. Von daher, aber gut, Geschmäcker sind ja verschieden. Nee, nur kein Techno. Gott, die ganzen Mods. Ja, das ist halt wirklich, also ich mag es wirklich, wenn das wirklich sehr viele Mods gibt. Ich mag das einfach irgendwie. Das ist einfach, dass du halt wirklich sehr viel zu tun hast, bevor du überhaupt alles mal annähernd gebaut hast. Und ja, ich müsste nämlich meine Fackel wieder sehen, es ist ziemlich dunkel hier. Und hier geht es dann runter zur Mine oder was? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also es ist schon so lange her, dass ich hier großartig gespielt habe. Der Trionic Staff of Power ist übrigens auch ein das echte Attack Damage plus 30% Mob Health. Ist ziemlich immer das Teil. Aber naja. So wie ich halt spiele, too much love Vanilla, Dito. Ich nicht. Ich finde Vanilla total langweilig, ehrlich gesagt. Hallo Creeper. Bombs und tot. Also das Ding ist ziemlich geil. Ich will zum Powder. Was ist das? Und ja, also ich bin jemand, der spielt gerne mit Mods. Ist einfach. Hey, sag mal, kannst du mal aufhören? Hier stehen irgendwas den Chat mit einem Mobot voll zu spammen. Ich habe jetzt erstmal was reingehauen. So. Ja, das reicht aber erstmal. So, Vanilla, ehrlich gesagt, ist mir eindeutig viel zu langweilig. Da gibt es einfach nicht so viel, was man machen könnte. Und ups, mit der Zeit ist es mir einfach viel zu wenig, Vanilla. Weil, wenn ich selbst eure ganzen Tunnel irgendwann mal fertig habe, dann selbst dann habe ich einfach nichts mehr zu tun. Das ist das Problem. Weil ich kann auch nicht schön bauen. Ich war einfach halt diese Kästen hier und das war's. Das ist einfach unten viel. Das Geile ist übrigens auch den Flügeln, dass man jetzt keinen Fallschaden mehr hat. Und daher. Nun gut. Was habe ich denn für einen Scheiß jetzt bekommen? Also ich auch mal das Werferchino, die kenne ich gar nicht. Hm. Na gut. Nehme ich auch schon weiter requesten. Ja. Ich will kurz die PS angucken. Es reicht erstmal, es ist voll genug. Ich mach doch gar nichts mehr, beschwer dich jetzt mal nicht. So, er kann ruhig weiter requesten, aber er ist nur darauf achten, dass die Plays auch nicht voll wird. Ist auch doof. Weil wenn die anderen keine Plays mehr machen können, ist auch ein bisschen doof. Er kann Requests mehr machen können, das ist ja nicht noch drin.
Seltsam. Also ich finde nicht, dass es zu viele Mods sind. Das ist für mich gerade richtig, weil ja komm, das ist nicht zu viel. Dreckig. Hallo. So. Ist einfach. Ich habe einfach genug zu tun, wobei ich momentan sowieso die ganzen Sachen hier abbaue. Also von daher hier zum Beispiel den ganzen Berg bis da hinten irgendwo hin begradigen. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, weil ich gar nicht richtig alles machen wollte. Später. Motz im Hintergrund, ich krieg viele Sätze. Ich kostet doch nur eher. Ich würde mir den ganzen Reiz nehmen, aber gut, eben das seine. Warum würde ich jetzt den ganzen Reiz nehmen? Da hast du mehr zu tun. Kannst du einfach mehr bauen, mehr auch mehr andere Sachen bauen, ja nicht nur irgendwelche Häuser bauen oder was, sondern halt einfach viel mehr Zeug bauen, mehr technische Sachen, nicht nur Dingens, wie heißt, ich sollte vielleicht mal irgendwie, habe ich irgendwo im Bett rumliegen, den Kippen holen, Bot arbeitet jetzt auf Träger ab, yep. Ich denke mal, von mir was geklatscht wird auch nicht viele. Skyrim habe ich gar nicht so sehr mit Mods voll gehabt, weil ich das erstmal mit Nintendo durchspielen wollte, aber bei Minecraft habe ich das Problem einfach, dass ich halt einfach schon so lange Vanilla gespielt habe, dass es, ich habe dann einfach angefangen Mod zu spielen mit Emco, dem Modpaket Emco, und es ist mir dann einfach, Vanilla ist mir einfach zu langweilig gewesen, weil es zu wenig gab in der Zeit. Und ja, ich meine, bei den, wenn man sich immer anguckt, wie viel es hier gibt zu tun, wie viel Zeug du sammeln kannst, ist einfach dieser Stab hier ist mit natürlich schon der stärkste, was es gibt. Den haben wir auch, wie gesagt, eine Legal geholt, weil ich den halt fürs Abbauen wollte. Deswegen, ja, ich werde den wahrscheinlich auch erstmal nicht nutzen. So, wir machen hier eben kurz ein bisschen Ausrüstung. Mit dem hier Eisenzeug. Ach ja, müssen wir auch bei Diamanten. Mit, ja gut, technische Sachen kannst du ja was ich bauen, Redstone. Ja, ja, kannst du mit Bildkraft viel mehr bauen, Junge. Viel mehr. Claim braucht einen. Was? Claim braucht einen Eden, das seine Counter. Ja gut, keine Ahnung, wie es bei mir aussieht, wenn ich das Jahre spiele. Ja, das ist halt, wenn du halt irgendwann angefangen hast mit Mod zu spielen. Ja, Diamanten, nee. Hab ich einen, so. Und Dicks. Genau, ich kann da hier craften. So. Das Geile ist ja auch, dass er jetzt das automatisch rausnimmt, das Zeug. Mal 4 davon. Dann 3 davon, würde ich sagen, das reicht erstmal. Und das ist ja Eisenschwert. So. Das Unhörende 2 ist zwar, dass man das nicht sortieren kann, so, aber naja, also jetzt. So, den tun wir mal hier rein. Die Modder noch mehr Items, oh Gottchen, noch mehr Kisten und Lagerräume, dann kippen alle mal in die Küche fressen. Die ganzen Items, ich brauche ja keine Kisten mehr. Yumi, also der ist ja gerade, der ist wieder, wenn da ist. Koas erklärt mal kurz. Ich brauche ja durch das ME-System, brauche ich ja keine Kisten mehr. Das sind alles Items, die digital gespeichert sind. Das heißt, ach hey, da bist du wieder. WB. Also nochmal, falls du es nicht mitbekommen hast, die ganzen Items hier. Und auch später welche, die ich später mal sammeln werde. Die sind alle digital gespeichert. Das heißt, ich habe keinerlei Kisten mehr. Absolut keine Kisten mehr. Ich habe nur noch alles digital gespeichert. Ich habe zum Beispiel dieses 9711 Stein. Und ja. Ja gut, ich mag es aber geordnet. Das ist geordnet. Das ist nach Item-ID geordnet. Und du kannst jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Stone eingebe,
sucht er dir alles, was Stone ist, sorry, auch Redstone, sucht er dir alles, was Stone den Namen hat, raus. Oder zum Beispiel Big Axe, ja, habe ich jetzt da nicht drin, aber Axe zum Beispiel, hier sucht er dir die Axt, die ich da habe, raus. Oder Gold, sucht er dir alles mit Gold den Namen raus. Und auch hier natürlich im Item Editor. Wobei, wann habe ich den gerade? Inventory, ja, da müssen wir kurz eben umstellen auf Reset Mode. Sollte mir das echt angewöhnen, dass ich mit Reset Mode spiele, nicht mit Cheat Modus. So, Lock. Ja, gut, nett, als in einen Haufen geklatscht. Ach, wie im Creative, okay. Jupp, also das. Weißt du, dieses ML-System. Du musst es so sehen, das Ding hier, was ich jetzt habe, das ist durch einen Item-Editor geholt. Weil ich einem damals wissen wollte, wie wird das überhaupt gebaut? Also im Sinne von, wie kann das aufgebaut? Beispiel das Energy Cells und hier diese Energy Acceptor oder Item-Typ Solarpanel, die sind schweineteuer. Normalerweise hast du Solarpanels, ich kann dir mal kurz zeigen, wie viel die kosten. Solarpanel. Hallo, bitte nur. Hallo, haben wir denn hier ganz einfach? Da ist Solarpanel. Mit einem Rechtsklick wird das gezeigt. Nee, mit einem Linksklick. Kann ich mal zeigen, was du alles brauchst, um die herzustellen. So, erst einmal Glas. Ganz normales Minecraft-Glas. Dann Cold Puffer, der wird alles angesetzt, was du brauchst. Cold Dust, Pulverized Coal. Also Cold Dust oder Pulverized Coal. So, dann brauchst du ein Generator, also ein Generator, du brauchst elektronische Electronic Circuits, brauchst du, und zum Beispiel für die Coal Powder kannst du, glaube ich, herstellen, indem du in so einem Mahlwerk und du das Ding halt Kohle reinlegst oder Kohlenohr oder so ähnlich was. Und da brauchst du ja erstmal eine Silk Touch Dingens Pickaxe, um das erstmal bauen zu können. Und dann musst du das Kohle halt in dieses Zeug rum umwandeln. Für elektronischen Circuits brauchst du Redstone, Iron Plates und diese Kupferkabel. Für die Kupferkabel brauchst du zum Beispiel also hier Dingens, ne? Gummi brauchst du dafür. Für Gummi, die Gummi kriegst du einen Gummibäumen zum Beispiel, indem du dann so eine Art Wasserhahn für Gummi baust. Da kannst du dann das Gummi abernten damit. Und für Kupferkabel brauchst du zum Beispiel hier Kupferplate. Kupferplate brauchst du Kupferingot und Forgehammer und also das ist wirklich. So ein ML-System zu bauen braucht Zeit, wenn du das legal machst, und braucht jede Menge Ressourcen. Nur sehe ich schon sehr teuer. Genau, das meinte ich nämlich damit. Und dieses Ding, also zum Beispiel diese. Ach, geh hoch, verdammt. Hallo. Diese ML-Drives. Die sind auch mal mit 64 KME Storage Cells bestückt, die auch nochmal schweineteuer sind. Also so ein Ding zu bauen, wenn wir das auf unseren Server bauen wollten, ich glaube, da bräuchten wir mehrere Monate dafür, um überhaupt auf den Stand hier zu kommen, wenn nicht sogar noch länger. Also das ist wirklich verdammt teuer. Ich merke gerade, ich habe ziemlich Hunger, habe ich eigentlich was zu essen? Brot vielleicht? Nein, hier muss ich versuchen. Nee. Brockstoff habe ich auch nicht, oder wie? Habe ich überhaupt nichts zu essen. Das muss ich jetzt schon. Ach, Wheat habe ich ein bisschen. Ja, machen wir ein bisschen Brot mal eben. Hallo. Was? So, Mann, danke. Dann ein bisschen Brot. So. Das sind halt viele, aber naja. Das ist wirklich verdammt teuer. Ich bin bloß gerade überlegen, was ich jetzt in dem Stream alles machen möchte. Ich war da überlegen, auch was ich nachbauen möchte in der Welt hier. Möchte ich auf jeden Fall irgendwas nachbauen. Ach ja, zum Beispiel das Network Tool, das brauchst du auch für das ML-System. Wenn du jetzt zum Beispiel rechts drauf klickst, damit wird dir angezeigt, was ist alles angeschlossen an dem ML-System. Für Blöcke zum Beispiel hier unten, wie viel Power, also wie viel Strom ist gerade gespeichert, wie viel ist kann maximal gespeichert werden. Da kannst du auch hier unten sehen, wie viel Energie du